Antenne Frankfurt am Freitagmittag. Nun heißt es auf ein neues. Nicht nur bei der Fußballnationalmannschaft, sondern auch der SC Hessen Dreieich wagt morgen Nachmittag den achten Versuch. Ja, den achten. Sie wollen endlich den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest feiern. Dennis Stricker, Mittelfeldspieler des SC Hessen Dreieich. Am Wochenende wurde schon wieder knapp mit 0:1 verloren. Wie sehr nervt es denn, ganz dicht immer dran zu sein und am Ende steht man dann doch wieder ohne Punkte da? Ja, ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn man immer so knapp verliert. Ich verliere dann lieber einmal etwas höher, aber bin dann im nächsten Spiel wieder im Spiel. Jetzt immer so knapp zu verlieren und immer eng dran zu sein, ist natürlich kein gutes Gefühl, aber wir müssen weiter hart arbeiten. Morgen geht's um 14 Uhr gegen Mitaufsteiger Homburg ran. Die sind aber im Gegensatz zu euch gut gestartet und stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Was erwartet euch also gegen Homburg? Ja, uns erwartet eine richtig schwierige Aufgabe. Ein kompakter Gegner, gut organisierter Gegner. Nichtsdestotrotz wollen wir auf uns schauen. Wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und wollen am Wochenende, wenn es geht, alles auf den Platz bringen, was wir uns vornehmen und werden dann alles geben, um gegen Homburg gut auszusehen. In der Liga können bis zu 5 Mannschaften absteigen und ihr habt jetzt schon 9 Punkte auf den ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Warum hält der SC Hessen Dreieich trotzdem die Klasse? Das ist hier die Frage. Das aktuelle Tabellenbild schaut auf den ersten Blick natürlich nicht gut aus. Nichtsdestotrotz, wenn du mal ein Spiel gewinnst, bist du relativ schnell wieder dran. Und ich glaube, dass wir einen richtig guten Teamgeist in der Truppe haben, dass wir auch richtig gute Charaktere haben und deswegen bin ich auch positiv gestimmt, dass wir die Klasse auf jeden Fall halten können. Sagt Dennis Stricker, der SC Hessen Dreieich trifft morgen in der Regionalliga Südwest auf den FC 08 Homburg. Anpfiff ist im HNR Sportpark um 14 Uhr und da sollten Sie doch einfach mal hingehen und die Jungs ein bisschen unterstützen. Das brauchen die. Irgendwann muss es in der Kasse mal klingeln, was die Punkte angeht. Weil sonst wird es dann ein Trauerspiel und das will doch keiner. Also hingehen, unterstützen, Mut machen.